Moin Leute, es ist endlich wieder soweit. Heute spielen wir endlich wieder Landwirtschaftssimulator. Ich darf mir heute im Simulator meinen Traumbetrieb bauen und habe dafür unbegrenzt Geld zur Verfügung. Ist das nicht geil? Ich bin mega hyped. Deswegen lass uns jetzt direkt starten. Vorher aber noch erstmal eine klare Ansage. Cheaten ist heute nur die Ausnahme. Ich bin ein ehrlicher Gamer und verdiene mein Geld im Simulator sonst immer ehrlich und hart. Wenn ihr kein Video mehr von 100 Hektar Heimat verpassen wollt, dann drückt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke. Wir sind hier jetzt auf der komplett leeren Karte. Naja, also ich drehe mich jetzt mal kurz rum und man sieht nichts. Hier ist nichts. Wie gesagt, bei null begonnen. Als erstes brauche ich jetzt natürlich erstmal ein fettes Wohnhaus, weil ich muss ja irgendwo pennen. Dann brauche ich noch einen coolen Stall. In echtem Leben habe ich ein paar Bullen und ein paar Mutterkühe. Aber hier im Game habe ich irgendwie Bock auf Hühner. Wir kaufen Maschinen und dazu natürlich die entsprechend große Maschinenhalle. Wir brauchen Ackerflächen und zum Schluss baue ich dann noch ein richtig cooles Special-Ding. Eine Sache noch, du hast dafür nur eine Stunde Zeit und dein Hof muss natürlich noch geiler sein als ein richtiger. Nur eine Stunde, dann aber jetzt los. Jetzt gehe ich in den Shop und jetzt baue ich mir eine richtig geile Hütte. Farmhäuser. So, und was ist denn das teuerste? Ach so, das Land gehört mir nicht. Ach, ich muss das Land erst kaufen. Alles klar. Einmal raus, dann hier auf Escape. So, und das hier sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. X. Und jetzt mit Leertaste kaufen. Was kostet das? 182.000 Schnäppchen. Komm, die Ackerfläche kaufen wir noch. So, perfekt. Upp. Ha. Haus gebaut. In der Realität lebe ich übrigens auch in einem großen Bauernhaus mit meiner Familie zusammen, also Mama, Papa. Und Oma und Opa sind hier auch noch mit drin, also quasi fast die ganze Familie. Ein Haus auf dem Land ist natürlich deutlich besser als ein Haus in der Stadt oder in der Siedlung, weil man kann im Grunde genommen durch den Garten laufen, wie Gott einen schuf, und es stört halt einfach keinen. So, ich habe jetzt mal eine dicke Bude gebaut, aber vielleicht kommt ja mal irgendwie Oma und Opa zu Besuch. Deswegen brauchen die natürlich auch noch eine Unterkunft. Nur ein Gegenstand pro Hof erlaubt. Wie, ich kann die Hütte nicht bauen? Ja komm, weißt du was, dann baue ich den. Dann einfach eine Strohscheune, so Heuhotel-mäßig, weißt du? Zack. Perfekt, das ist eine Geschäftsidee. Ferien auf dem Bauernhof, da zahlen viele Menschen viel Geld für. Jetzt beginnt die eigentliche Bauernhofplanung. Wir wollen Hühner. Ihr guckt diesen kleinen Kackstall mal an. Komm, aber ich baue jetzt 5 Stück davon. Zack, 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 zack. In der Realität braucht man erstmal eine Baugenehmigung, die wiederum mit sehr vielen Auflagen verbunden ist. Gesa hat darüber mal ein Video gemacht. Schaut euch das auch später gerne mal einmal an. Hier im Game kostet der große Hühnerstall jetzt 79.000 Euro. Ist das realistisch? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich persönlich kann das nicht einschätzen. Mit Hühnern kenne ich mich nicht aus. Dafür aber mit Kühen. Deswegen baue ich jetzt noch einen Kuhstall. 722.500 Euro. Was geht denn da rein? An Tierchen. 80 Tiere? Ist es realistisch? Nö. Warte, kann ich kurz mal nachrechnen. Sekunde. Ein Kuhplatz mit Melktechnik 8.600 Euro. Wir haben jetzt 80 Kühe hier, Mehrwertsteuer. Das heißt, mal 1,19 sind 818.720 Euro. Das ist ein Schnapper. Ich baue den jetzt auch, weil es ein Schnapper ist. 80 Kühe kannst du ja hobbymäßig noch hier mehr. Oh, der ist ja doch ein bisschen groß. Habe ich das nicht toll gemacht? Vor allem, das ist alles ein Style hier, siehst du das? Vom Dach her so. In echt habe ich auch natürlich nicht so viele Ställe. Da habe ich einfach nur Kuhstall, wo die Mutterkühe drin sind, Bullenstall, wo die Bullen halt drin sind und einen Maststall von den Mastschweinen, der aktuell aber leer steht. Liegst du gut im Zeitplan? Ich liege ganz gut im Zeitplan, finde ich. Ich brauche jetzt noch eine Maschinenhalle, ein paar Maschinen, damit wir ackern können, damit wir Futter für die Hühner und für die Kühe haben. Und wenn wir Futter haben, dann können wir rein theoretisch ja auch erst Kühe kaufen oder Hühner, weil das uns verhungern die ja. Muss natürlich eine große Halle sein, weil ich kaufe ja auch schließlich große Maschinen. Jetzt muss ich die natürlich so positionieren, dass wir noch Platz für eine Siloplatte haben. Leute, ich kann meine geile Maschinenhalle hier jetzt nicht hinsetzen, weil die Bäume da im Weg stehen. Aber ich kaufe mir im Shop einen richtig fetten Forstmulcher und dann werden die einfach weggemacht, sind ja meine Bäume. Wenn ich jetzt bei mir auf dem Betrieb einen Baum fällen würde, dann dürfte ich das nur, wenn dieser Baum tot wäre. Wenn ich ihn jetzt einfach so umsägen würde für, keine Ahnung, irgendein Bauprojekt oder so, dann müsste ich dafür erstens eine Genehmigung haben und zweitens dann halt auch für Ersatz sorgen. So, ich kaufe natürlich einen Trecker mit roten Felgen. So, wir nehmen gleich den ganz großen mit 500 PS. Wenn mir jetzt einer sagen würde, komm hier, du kannst jetzt irgendein cooles Gerät kaufen, egal was du willst, dann würde ich mir hier genau so einen Trecker kaufen, wie ich hier gerade fahre. Weil es geil ist.
erstmal die schöne Farbe. Dann ist das halt das Topmodell von dem, okay, fast das Topmodell von dem Hersteller. Also ich sage jetzt mal das Topmodell mit 4 Rädern. Ja, also hat halt 500 PS, ist mega groß und fährt 60 Klamotten. Was daran nicht geil? Mein Trecker oder meine beiden, die laufen beide 50 km/h. Also nicht ganz so schnell wie der hier. Der fällt jetzt um, alles klar. Aber komm, egal. Wenn wir da jetzt rückwärts rüberfahren einfach mit dem Ding, geht er dann weg. Yo. Ha. Oh, der Baum, der wird hier dann einfach so klein gehäckselt, ist ja geil. Komm, wir nehmen diese. Diese war's. War doch diese, glaube ich. Die setzen wir jetzt irgendwie schön nach hinten, weil, dass man sich auf dem Acker da nicht in die Quere kommt. Ja, komm, so steht die jetzt. Perfekt. Ein Häcksler, damit ich Mais häckseln kann. Dann brauche ich einen Mähdrescher, damit ich Getreide habe. Dann brauche ich natürlich noch ein paar Anhänger, damit ich das ganze Erntegut alles abfahren kann. Und dann kaufe ich mir noch 2 Trecker dazu, damit ich gleichzeitig ackern und säen kann. Ich kaufe mir noch einen selbstfahrenden Futtermischwagen, genau. Ein Traumgerät so zum Ziehen jetzt. So eine richtig coole gezogene 6 Meter Drille. Da habe ich Bock drauf. Vorne mit Kreiselegge, Säschiene und Sätank auf Achse gezogen. Das ist aktuell bei mir so ein richtig geiles Traumgerät. Gibt es das im Spiel? Nein, leider nicht. Jetzt brauche ich für den Kuhstall aber noch eine Siloplatte. Jetzt ist natürlich die Frage, wo baue ich die hin? Bauen. Spitze, wir haben eine Siloplatte. Ich habe natürlich schon ein bisschen was an Acker, aber ich hätte gerne noch mehr. Wir gucken jetzt mal gerade auf die Karte. Wir sehen jetzt hier, Fläche 1 und 2 gehören mir. Ne, das kann man natürlich noch steigern. Aber wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Du hast noch 15 Minuten. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal fixig Tiere kaufen, wa? Also die Milchleistung von Holstein ist grundsätzlich erstmal ein bisschen höher, weil die genetisch einfach darauf ausgelegt sind. Mehr gibt es davon nicht zu kaufen. Okay, dann muss ich ja noch eine andere Rasse kaufen. Komm, machen wir, weil es schön ist, machen wir noch ein paar braune damit rein. Oh, guck mal hier, ich habe Kühe. Hallo, Moku. Uhu. Ah, ich habe Melkroboter, spitze. Privat hätte ich gerne jetzt irgendwie noch Alpakas. Also die soll man angeblich nicht so streicheln können, weil die das nicht so gerne haben. Aber an sich, mit ihren dünnen, langen Beinen und diesen langen Hälsen, und dann gucken die irgendwie so, ist doch niedlich. Und dann sind die so flauschig. Leider gibt es keine Alpakas im Simulator, sonst hätte ich mir hier noch einen Alpaka-Stall auch noch daneben gestellt. Auf meinem Traumhof ist mir für die Tiere besonders wichtig, also dass es denen genauso gut geht wie jetzt bei mir zu Hause. Ne, meine Mutterkühe, die schön den ganzen Tag draußen vor Weide laufen können im Sommer. Oder halt meine Bullen, die schön im frischen Stroh liegen, wo ich jeden Morgen einstreue, wo ich frisches Futter vorlege. Das ist eigentlich das so, das ist der Traum, den ich momentan eigentlich so lebe. Jetzt bei 6 Stellen. 350 Hühner kaufen, das ist jetzt natürlich Arbeit, ne? Aber da fixen wir irgendwie durch. Ich kann immer nur 60 Hühner kaufen, das ist nervig. Auswählen, kaufen, ja. Wow, das Ganze jetzt 6 Mal, Junge, da kommst du ja richtig in Zeitstress. Philipp, du hast noch 10 Minuten. Ja, ich eile. Die Zeit läuft uns leider davon. Deswegen schaffe ich es jetzt nicht, alle Ställe komplett aufzufüllen. Aber ich habe euch ja noch zum Schluss das Special versprochen. Und deswegen gehen wir jetzt in den Shop und gucken mal, was es da noch so Cooles zu bauen gibt. Verkaufsstation, was ist eine Verkaufsstation? Bauernmarkt, Pizzeria, Restaurant, Supermarkt, das gibt's alles, ist ja geil, wusste ich gar nicht. Ey, gibt's ein Windrad? Gibt's ein großes Windrad? Alter, ich baue ein Windrad. Ey, ich habe mega Bock auf ein Windrad. Ehrlich, ich wollte schon immer mal ein Windrad haben, ohne Witze, also ohne Scheiß, ich wollte wirklich schon immer ein Windrad haben. Ich habe mir neulich mal ein Windrad von innen angeguckt und dann war das so ein laues Lüftchen und dann drehte sich das die ganze Zeit so und dann wurden da halt einfach konstant 500 kW Leistung produziert und dann kam da gerade so eine Windböe, die da einmal ein bisschen gepustet hat und auf einmal sprang dieser Zähler richtig hoch auf 3,5 Megawatt. Da habe ich gedacht, geil, ich will auch ein Windrad haben. Komm, dann setzen wir jetzt bei Oma und Opa einen Heuschoben. Ha! Ich habe ein Windrad gebaut. Teil ist um, Philipp. Mein Traumhof ist ja fast fertig. Also das Windrad steht, ich habe ein Wohnhaus, ich habe viele Hühnerställe, Kuhställe, Maschinen sind gekauft, die sind jetzt zwar noch nicht ganz am Hof, aber so ein Häcksler und so ein Drescher, die sind natürlich auch nicht ganz so schnell und mit Gruber und Sämaschine, damit ich das alles herkriege, hätte ich natürlich auch mehrfach fahren müssen. Das war zeitlich jetzt halt einfach nicht drin. Mein absolutes Highlight ist eigentlich, dass ich das mit der Anordnung der Ställe so sauber hinbekommen habe. Ich habe es geschafft, die so zu positionieren, dass ich sogar mit den großen Maschinen noch über um alle Ecken sauber drum zukomme. Das Windrad finde ich geil. Also wenn das jetzt die Realität wäre, dann wäre das ein ganz schöner Batzen Arbeit.
Das würde man auch alleine gar nicht mehr so hinkriegen. Da bräuchte man natürlich dann ein bisschen Personal für, was das einen unterstützt. Aber ich denke mal, wenn es so einen Betrieb hier irgendwo geben würde und man würde mal so einen Tag oder so eine Woche da reinschnuppern, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Aber mein Leben lang so, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt Lust drauf hätte. Ja, Leute, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne noch in die super Videos von Gesa, Josie und Michel rein. Und hier findet ihr noch ein Video von 100 Hektar Heimat. Und hier drunter ist eins von Game 2.